Weiter geht's mit einer neuen Folge von Project Zomboid. Hallo und herzlich willkommen an der Stelle. 6:30 in der Früh, wir haben schönes Wetter, der Regen hat aufgehört und ja, die Nacht ist ruhig verlaufen, denn ich habe mich dann gleich mal hingelegt nach dem Ende der letzten Folge. Und ja, es gibt ein bisschen was zu tun, denn wir müssen hier ein wenig Ordnung schaffen und von daher würde ich sagen, legen wir damit auch direkt gleich los. Weg mit dem Rucksack und erstmal was spachteln. Da sind Zombies draußen, wundervoll. Da kommt ja gleich mal Freude auf. So, was gibt's zum Frühstück? Es gibt Fruchtmarmelade und zwar das ganze Glas. Das ganze Glas pfeifen wir uns rein. Und dann müssen wir auch wieder ein bisschen was loswerden. Was habe ich denn noch, was mich da so vollmüllt? Ah, Schokoladenchips. Das ganze Zeug habe ich beim letzten Mal gar nicht mehr einsortiert. Schlamperei. Aber gut, dann holen wir das gleich mal nach. So, halt. Einmal so. Wundervoll, den Werkzeugkasten. Gut, den brauchen wir eigentlich aktuell auch nicht. Den packen wir mal zu dem ganzen Krempel mit dazu. Ab auf den Boden damit. Okay, wären sowieso nur Nägel drin gewesen. Gut, schmutzige Bandage weg. Ja, Flaschen brauchen wir jetzt auch nicht. So viele, der Bindfaden kann weg. Das alles kann auch weg. Sehr schön. So, dann wollen wir aber auf alle Fälle noch unsere Axt mitnehmen, weil mit dem Handbeil brauchen wir hier nicht rumhantieren. Fürs Bäume fällen, da werden wir nicht froh. Ich muss sie nur mal finden, unsere Axt. Wo haben wir die denn hingepackt? Axt. Wenn es nach Alphabet sortiert ist, müsste es eigentlich oben sein. Da ist aber nichts von unserem Werkzeug zu sehen. Wo habe ich denn meine Axt hingeworfen? Frage ich mich. Liegt die da unter dem Haufen? Eigentlich nicht, oder? Ja, spinn ich. Sagt nix. Ich kenne die Antwort. Das gibt's doch nicht. Die haben wir doch noch gehabt, oder ist die kaputt gegangen? Aber die ist da definitiv nirgends. Gut, im schlimmsten Fall müssen wir es dann doch mit dem Handbeil machen. Ja. Wenn alle Stricke reißen, gell, dann hilft's nicht. Gesehen habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wir müssen uns sowieso erstmal um die Zombies kümmern. Könnte höchstens sein, dass ich die da hinten irgendwo noch gebunkert habe in einem unserer Wägen. So, du nervst nicht. Und hinterm Haus, glaube ich, waren auch noch welche. Oder? Sind da welche? Ja, Tatsache. Tatsache! Da sind sie. Zumindest einer. Ja, da ist noch einer. Gar nicht gesehen. Korrigiere, da war einer. So. Noch eben kurz hier die Wägen checken. Nee, ich glaube, da schaut's irgendwie schlecht aus. Lötkolben, Pinzette, Einmachgläser, Schaufel, Schraubdeckel, Schrubpatronen. Da haben wir definitiv nichts. Da haben wir eine Gartensäge. Gut, die brauchen wir einmal schon mal. Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich meine Feuerwerkst hin habe. Aber wir haben das Handbeil. Es geht genauso. Zwar nicht ganz so schön und ganz so schnell, aber solange es funktioniert. Wir brauchen ja nicht so wahnsinnig viele Bretter, nur ein paar, damit wir mal Kisten bauen können. Jetzt hoffe ich nur, dass mich kein Zombie überrascht. Okay, der erste Baum ist gefällt. Nehmen wir mal die beiden hier noch mit und dann
Hätte ich eigentlich, wenn ich schlau gewesen wäre, noch gleich die Lakenseile mit einpacken können. Oben. Super. Irgendjemand hat da geschossen. Ganz großes Kino. Ihr wisst, was das heißt. Da können wir schauen, dass wir unsere Baumstämme raufbringen. Da wird es nämlich gleich nicht mehr friedlich sein. Komm, Charakter, zieh durch. Mach mir hier nicht schlapp. Du hast doch ein bisschen was zu tun. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Wunderbar. Einer noch. Komm, den schaffst auch noch. Und dann hast du es geschafft. Den Schuss hat man halt echt kilometerweit gehört, von daher bin ich gespannt, wie lange es noch dauern wird, bis hier die Zombies aufkreuzen, aber vermutlich nicht allzu lange. Naja, hier sind wir ja sicher. Nahrung haben wir genügend, Wasser haben wir eigentlich auch, von daher, das kriegen wir schon. Nehmen wir mal alle mit. Lieber haben wir zu viele als zu wenig. So. Gleich mal schöne Stapel bauen. So, einmal. Wunderbar. Dann können wir da auch noch einen Viererstapel basteln. Sehr schön. So, können wir uns vielleicht so hinstellen, dass wir beide Stapel... Nee. Die müssen wir mal kurz umdisponieren. Aber jetzt geht's. Und noch ein Zweierstapel. Perfekt. So, die nehmen wir auch noch mit. Bringen wir hoffentlich auch... Ja, bringen wir alle unter. Bestens. Das ist halt echt praktisch mit den Lakenseilen, weil du so viele Baumstämme transportieren kannst, als wie wenn du die einzeln von A nach B schaffen musst. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, wo bauen wir denn unsere Kisten? Hier bei der Fensterfront auf alle Fälle nicht. Ich würde fast vorschlagen, hier so an die Wand, oder? Da hätten wir eigentlich genügend Platz. Gut, da könnte man natürlich auch mal so ein Regal hinklatschen, aber... Jetzt fangen wir einfach mal damit an. Hier ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das hilft ja sowieso nicht. So, alles in Stapeln. ...14 Baumstämme. Und das in Kürze besorgt. Da klingelt noch immer der Wecker. Also das müssen wir gleich mal beheben, das Problem, weil das... ...könnte sonst irgendwann echt gefährlich werden. Schraubenzieher hatte ich vorher gerade irgendwo gesehen. Okay, jetzt hat es zwar sowieso aufgehört, aber trotzdem... Oder hatte ich keinen Schraubenzieher? Ich kann mich auch täuschen. Da hat man definitiv auch keinen. Da haben wir einen. Rücken wir mal dem ganzen Elektrozeugs zu Leibe. Können wir gleich mal schauen. Ui, die müssen wir austauschen. Elektrotechnik. Der Boost ist noch aktiv. Oder der Multiplikator. Wir sind bei 8,25. Dann geht's gleich mal los. Alles zerlegen. Sehr schön. So, die Kamera kommt auch weg. 3 Stück haben wir da sogar.
Wunderbar. Da haben wir noch die High-End-Kamera. Die brauchen wir auch nicht. Und ein paar andere Kameras. So, irgendwo war da noch... Ah ja, da sind noch Digitaluhren. Die zerlegen wir definitiv auch. Zerlegen. 24 Stück haben wir da, ja Wahnsinn. Also damit ist er erstmal beschäftigt. Aber das schadet überhaupt gar nicht. Weil je höher natürlich der Skill in der Elektrotechnik ist, umso besser sollte dann auch der Wagen sich entsprechend immer wieder kurzschließen lassen, wenn wir in der Stadt einen suchen und da haben wir keinen Schlüssel. Sollte das hier mit dem zweiten Kästchen, wenn es voll ist, besser gehen. Und habt ihr das gesehen? Wir sind jetzt eh schon bei 47,25, also das rast hier gut rauf mit dem ganzen Zeug. Sprinten sind wir eigentlich auch schon relativ gut dabei, gell? Ja, schaut gut aus. Schleichen nicht ganz so sehr. Das liegt mir nicht, das Schleichen. Kurze Stumpfwaffe, okay. Kurze Klingenwaffe haben wir da noch. Nahrungssuche hätten wir eigentlich auch bald abgeschlossen. Fischen genauso und ja, beim Fallenstellen, da scheitert es noch ein bisschen. Ein bisschen sehr leider. So, wir haben alles zerlegt, würde ich mal behaupten. Ja, und mal locker flockig 60 Erfahrungspunkte gemacht. In der Kürze der Zeit. Das kann sich doch sehen lassen. Beim Tischlein geht es zwar jetzt nicht ganz so schön. Machen wir es nochmal kurz auf. Weil da fehlt mir aktuell der Multiplikator. Haben wir da nicht sogar irgendwo ein Buch gehabt? Ich hätte gedacht, dass wir da ein Buch hatten irgendwo. Metallbearbeitung. Ah, wahrscheinlich in dem Rucksack hier. Naja. Rückte den Baumstämmen hier zu Leibe. Und dann können wir da eine schöne Kistenfront platzieren. Müssten wir sie nur beschriften können, das wäre noch schön. Ähnlich wie in Seven Days to Die mit den Kistenschildern. Oder auch in Subsistence, wo es ja die Kistenschilder gibt. Die wären hier auch noch gut. Oder man merkt sich halt, wo man das Zeug gebunkert hat, aber da bin ich ganz schlecht in sowas. Da bin ich sehr schlecht. ...42 Bretter sind es geworden. Ein schöner Stapel. Da können wir auf alle Fälle auch ein paar Kisten bauen. Gleich mal alle Nägel nehmen. Wundervoll. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da Schönes bauen können. Also, wir könnten natürlich die Holzkisten bauen. Wir könnten hier auch ein paar Möbel hinstellen. Den Komposter auf alle Fälle. Bauen wir uns noch. Bücherregal. Könnten wir vielleicht neben das Bett hinpacken. Oder so ein Doppelregal. Holzschild. Braucht man nicht unbedingt. Was ich mir auch cool vorstellen könnte, dass man sich wirklich mitten im Nirgendwo eine Basis baut, ohne dass man hier sich mit den Zombies abmüht, sondern wirklich sich komplett seine Basis errichtet, aber da brauchst halt auch erstmal den passenden Skill dafür von der Tischlerei. Da kann ich jetzt, okay, wir müssen die Bretter, das war ein bisschen blöd von mir, dass wir die hier vorne geschnitten haben aus den Baumstämmen. Oder rausgesägt. Ich hätte da noch eine Kachel weiter bei der Mauer stehen müssen. Wäre gescheiter gewesen. Naja. Fangen wir mal an mit unserem Kistenparadies. Noch gleich eine oben auf. Okay.
Ja. Müssen wir noch mehr mitnehmen. Hilft nicht. Ich würde sagen, so 6 Kisten können wir schon brauchen. Dass man vielleicht, ja, 2 oder 3 sogar für die Patronen und für die Schusswaffen hernehmen, weil die wiegen ja doch einiges. Ich meine, für die Nahrung haben wir ja genügend Platz jetzt. Wobei unsere Auslage immer noch fehl am Platz ist, das muss man ehrlicherweise auch so sagen. Die steht da irgendwie ungünstig mitten im Raum. Na, wieso geht's hier eigentlich gar nicht? Hm? Wieso mag er dich nicht? Hier kann ich noch eine bauen, aber da irgendwie mag er nicht so wirklich. Komisch. Habe ich keine Bretter mehr? Doch, die hätte ich noch. Gerade ging's. Das wundert mich gerade. Weil wir können die ja 3 hochstapeln. Hm. Okay. Moment. Jetzt geht's. Solange es geht, müssen wir das ausnutzen. Bevor es wieder nicht mehr geht. Jetzt geht's auch wieder. Okay. Ich denke, in die 6 Kisten können wir auf alle Fälle ein bisschen Zeug reinpacken. Haben allerdings nur 40 vom Fassungsvermögen, weil meine nicht so gut sind. Wahrscheinlich haben dann die schlechtesten Kisten, das ist ja die mittlere Stufe, glaube ich, nur 30 von der Kapazität. Aber es reicht auf alle Fälle, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen in unser Chaos. Ich denke, das sollte sich damit machen lassen. Die Frage ist nur, nach was sortieren wir es denn? Wir könnten natürlich nach Kategorie gehen, gell? Dann müssten wir es hier gar nicht vorsortieren. Dass wir Werkzeuge und so Zeug zusammensammeln. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, wir gehen hier mal nach Kategorie. Unterhaltung, Munition. Nehmen wir mit. Dann die Knarre nehmen wir natürlich auch mit. Die hat man hier gerade irgendwo. Da haben wir sogar noch mehr Munition. Wo war die Knarre? Das ist nochmal Munition. Da ist noch eine Waffe. Wo war jetzt der Revolver? Okay, da sind noch Waffen. Okay. Gut, Sport. Da haben wir auch noch ein Gewehr. Ja, bringen wir schon gar nicht mehr unter. So schnell geht's. Ah ja, und da war der Revolver. Den habe ich gesucht. Sehr schön. Ja, kommen die Waffen auf alle Fälle gleich mal da rein. Zumindest vorübergehend. Wir packen die dann über kurz oder lang natürlich schon irgendwo anders rein. Vielleicht sogar, keine Ahnung, in den Waffenschrank oder so. Das wird zumindest mir so vorschweben. Munitionsband, Schrotpatronen, auch das kommt hier rein. Eine Kiste für die Waffen, eine Kiste letztendlich für Munition. Dass wir immer alles unter Dach und Fach haben. Können wir die noch zufälligerweise in der Schachtel packen? Schießpulver sammeln? Nee, scheinbar nicht. Dann halt nicht. Gut. So, was ist denn da noch alles? Da habe ich ja noch so viel Zeug. Mann, oh Mann. Leute, ich sag's euch, da habe ich ja sogar noch Zeug zum Zerlegen. Es hört nicht auf mit der Beute. Es hört wirklich nicht auf. Aber das Einsortieren war mehr als überfällig. Und das Tolle ist halt immer beim Einsortieren, das siehst erstmal, wie viel Zeug das man eigentlich hat. Schnurlostelefon, TV-Fernbedienung, Videospiel. Weg damit. Weg mit dem ganzen Schrott. Brauchen wir alles nicht. Können wir alles zerlegen. Habe ich aber auch nur aus dem Grund mitgenommen.
Wobei das Radio, das könnte man vielleicht mal aufstellen. Da haben wir noch mehr Digitaluhren. Brutal. Also wenn es so weitergeht, dann kriegen wir heute definitiv noch den einen Skill hier zusammen. Ah, wobei 150 ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Okay, da ist zumindest nichts drin, was nach einer Waffe und Munition ausschaut. Und da hat man jetzt auch alles, gell? Weil die Jagdmesser und grundsätzlich die Nahkampfwaffen, die möchte ich erstmal außen vor lassen. Wichtig sind erstmal wirklich nur die Schusswaffen, dass wir die hier drin gebunkert haben. Das ist das Wichtigste an der Stelle. Ah, da haben wir ja noch. Da haben wir ja noch unser Gewehr. Gut, aber das sollte alles sein an Waffen, glaube ich. Ja, schaut zumindest danach aus. Also zumindest das, was wir hier dabei hatten. So, reicht schon. Reicht schon vollkommen. Ich will es mir nur ein bisschen leichter machen. Damit wir nicht so weit laufen müssen, weil da haben wir auch noch Waffen. Und zwar nicht zu knapp. Ein MSR 700 Gewehr, noch ein 788er Gewehr. Kriegen wir schon gar nicht mehr unter alles. Gut, da sind dann aber doch, da sind noch Waffenkoffer drin. Schrotpatronen sind halt auch noch drin. Digitaluhr, komm, zerleg die. Weg damit. Dass wir die gar nicht großartig einsortieren, weil sonst kommen wir da echt nicht mehr hinterher. Mit dem ganzen Krempel. Da haben wir sogar noch ein Handfunkgerät. Können wir eigentlich auch gleich zerlegen. So, und geht's weiter mit den Waffen oder haben wir hier noch was? Tatsächlich, noch mehr Schrotpatronen. Halt, die eine Schachtel hätte ich aber schon noch ganz gerne mitgenommen. Und weil ich es gerade gesehen habe, wir haben da auch noch Tischlerei Band 5, aber nee, das ist zu viel des Guten. 5 bis 6 brauchen wir auch nicht, glaube ich. Aber leider nicht den richtigen Band. So. Mal eben kurz hier auch alles sortieren. Dann tun wir uns leichter. Müssen wir es ja nicht verkomplizieren. So, Waffenkoffer weg damit. Und da hatten wir auch noch Waffen. Und wie wir sehen können, die Kiste ist schon gut voll. Zumindest bis zur Hälfte. Aber jetzt mit den Schrotflinten. Ja, jetzt ist sie rappelvoll. Und das, obwohl wir gar nicht so viel reingepackt haben, würde ich mal behaupten. Aber, bevor ich jetzt komplett die Zeit aus den Augen verliere, sind wir doch schon wieder bei 24 Minuten. Ja, beende ich mal diese Folge von Project Zomboid. Ich würde sagen, der Anfang ist gemacht vom Sortieren. Wir sind natürlich bei weitem noch nicht fertig. Es gibt noch viel zu tun. Es liegt auch noch viel Zeug am Boden. Aber nach und nach kriegen wir da hoffentlich schon die Ordnung rein. Vielen lieben Dank wieder fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.